Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Lego Herr der Ringe, wo wir hier gerade... Wo bin ich hier nochmal? Ich bin am Pass des Karadras und wollte mich hier einmal umschauen. Wir waren hier ja schon mal. Hatten hier schon mal ein paar Probleme. Was ist mit dem denn? Hallo? Ah, kann man kaufen. So schön. Haben wir einen Moria-Ork bekommen, mit dem wir jetzt auch spielen können. Ich wollte mich hier einmal umgucken, um zu gucken, was wir hier noch machen können. Auch hier haben wir eine Quest, die wir machen können. Ich dachte, ich hätte die schon mal angenommen. Dann laufen wir da einmal gerade hin. Und ansonsten natürlich können wir uns ein bisschen umschauen. Allerdings muss ich zugeben, habe ich in letzter Zeit doch irgendwie weniger Lust, dieses Spiel zu spielen, weil die Story haben wir jetzt durch und jetzt nur rumlaufen, die ganze Zeit nur diese kleinen Missionen erfüllen, ist jetzt nicht das Spannendste auf die Dauer. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch ein paar Folgen. Ich weiß auch nicht, wie viele. Und dann wenden wir uns einfach dem nächsten Projekt zu. Weil jetzt... Ich weiß, ein 100% Run ist natürlich auch interessant, das mal zu sehen oder so. Aber wenn man unbedingt 100% sehen, wissen will, wo was ist, kann man sich einen Walkthrough auch angucken. Und einfach nur... Das einfach nur zu machen, weil wir es können, ist ja auch irgendwie komisch. Das ist eine Eule. Und deswegen, weil auch der Spaß halt einfach sonst fehlt und weil dann meine Moderation auch schlechter wird, dachte ich, machen wir lieber dann was anderes, bevor es hier eintönig wird. Da an den Typen komme ich irgendwie nicht dran, weil ich da die Kurbel brauche und keine Ahnung habe, wo ich die Kurbel herkriege. Vielleicht oben irgendwas übersehen. Was wir natürlich jetzt machen können, was natürlich praktisch ist, wir haben ja natürlich jetzt alle Charaktere zur Verfügung, das heißt, wir können immer zwischendurch wechseln. Was ist das hier? Taste 2. Ah, da können wir uns das Ganze auf der Karte angucken. Achso, da können wir die Mission auch nochmal wiederholen. Das ist gut zu wissen, aber als erstes wechseln wir jetzt mal wieder zu Legolas, weil der Einzige ist, der hier wirklich lang kann. Ich gucke mal, ob ich da drüben irgendwas finde, was uns hilfreich sein kann. Ich weiß, wir sind da schon mal rüber geklettert, aber das ist ja schon was her und vor allem, da waren wir ja nicht mit dem Spiel durch. Das heißt, wir hatten noch nicht alle Möglichkeiten. Wie zum Beispiel das Ding kaputt hauen. Mit dem Herrn hier. Und dafür gibt es einen Mithril. Das ist, habe ich jetzt so nicht gedacht, aber ist ja auch nett. Ich frage mich aber trotzdem immer noch, wo ich diese Kurbel herkriege. Aber ansonsten machen wir erstmal weiter mit dem Rest. Ich glaube, ich nehme mal die Abkürzung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich denke mal, ich muss irgendwie ausweichen und die müssen sich gegenseitig kaputt schießen. Auf jetzt zum... Achso, ah, ich kann auch schießen, okay. Yay, cooles Minispiel. Und das war's auch schon. Geht das Ganze hier mit nochmal? Nein, das ist einfach, dass wenn man zu zweit spielt, hat man zwei Schiffe, mit denen man das machen kann. Ich kann natürlich gucken, was wir bekommen, wenn wir es nochmal schaffen. 5. Ah, ich glaube, man kann einen Highscore aufstellen. Nein, das bekommt einfach eine Münze. Okay. Aber gut, Münzen, würde ich mal sagen. Also, das waren jetzt doch ein paar tausend. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich habe nicht genau drauf geachtet. Kann man hier vielleicht angeln? Das sieht gut aus, ey. Ach, Mann. Es nervt immer, dass man, wenn man den Charakter wächst, also wenn man dann so auf so einem Feld draufsteht, dann kann man nicht mehr der Taste 2, wenn man die gedrückt hält, was anderes machen, weil man ja angeln soll in dem Moment gerade. Und deswegen ist das ein bisschen doof. Aber ja, egal. Klappt ja immer noch so. Ich nehme übrigens jetzt wieder schon wieder mit einem anderen Programm auf. Also wer meine Gothic-Folge gesehen hat, meine... Ich überlege gerade, welche war das denn? Die von Samstag, glaube ich. Also jetzt... Die letzte Gothic-Folge, der müsste erfahren haben, dass ich mit Fraps das Ganze mal aufgenommen habe, um zu gucken, ob das funktioniert. Einfach damit ich mir das Ganze mit den mehreren Programmen sparen kann und einfach mal auch testen, wie es funktioniert, anderen Codec ausprobieren. Das gleiche mache ich jetzt quasi hier nochmal, nur nicht mit Fraps, sondern mit MSC Afterburner. Nicht mit Fraps, mit statt Dextry hatte ich letztes Mal. So, Dextry hatte ich ausprobiert und jetzt bin ich bei MSC Afterburner. Weil's geht. Immer werde ich für einen Mann gehalten. Hätte ich nur nicht meinen damenhaften Sonnenhut auf der Wetterspitze verloren. Bist du so nett und schaust für mich nach?
Ich habe jetzt schon zweimal erfahren, dass wir auf die Wetterspitze sollen. Ich habe eine Idee. Weil wir es können, machen wir es einfach gerade. Was ich gerade eben eigentlich sagen wollte. Ich wollte einfach mal ausprobieren. Kann ich jetzt irgendjemanden auswählen oder... Ich nehme auf jeden Fall Legolas, aber ich kann im Endeffekt immer noch wechseln. Ah, komisch. Also ich wollte halt ausprobieren, wie das läuft, ob das gut so von der Qualität her aussieht. Die Framerate stimmt auf jeden Fall mit 30 Frames. Ich könnte die vielleicht sogar noch hochdrehen, ich weiß es nicht. Weil ich habe festgestellt, bei den meisten Spielen, wo dann die Framerate mir ein... Das brauchen wir nicht, das haben wir alles schon gesehen. Wo die Framerate mir ein Streich spielt, liegt daran, dass mein Prozessor ausgelastet ist. So, jetzt ist es nun mal so. Was ist das denn? Da liegt jetzt eine Ente rum. Schähnchen. Cool. Ist es nun mal so, dass mein Prozessor dann ausgelastet ist und wenn mein Prozessor ausgelastet ist, muss ich, also dann bringt es nichts, irgendwas zu ändern, dann hat man einfach nicht mehr Möglichkeiten. Das heißt, vor allem das Laptop ist, ich kann nicht nachrüsten, das heißt, ich kann dann nicht irgendwie, also hoch, groß übertakten bringt nicht viel, Programme im Hintergrund schließen bringt auch nicht viel, ist aber die Kombination aus Spiel und Rendern, also aufnehmen, führt dazu, dass der PC überfordert ist. Und deswegen ist dann der nächste Schritt jetzt, also irgendwann dann natürlich ein neuer Computer, das ist natürlich auch noch ein Ziel von mir, aber ansonsten dachte ich, probiere ich es mal mit einem anderen Programm aus. Es klappt nicht viel besser, es klappt etwas besser. Und wir gucken mal, wie wir es sonst noch gemacht kriegen, dass das noch besser klappt. Jetzt habe ich ziemlich viel gelabert, ohne wirklich Sinn und Verstand, aber ist ja nicht so schlimm. Wir brauchen Sam. Und soweit ich weiß, hat der den Fisch auch jetzt. Und kann. Achso, stimmt, wir müssen ja uns wieder Essen machen. Ich erinnere mich, da war was. Um weiterzukommen, müssen wir was essen kochen. Aber eigentlich bin ich ja viel mehr daran interessiert. Da ging das. Die ganzen anderen Sachen zu lösen, die wir noch nicht gemacht haben. Was übrigens sehr cool am MSI Afterburner ist, er zeigt mir oben links an, wie lange ich schon spiele. Was ich ehrlich gesagt sehr cool finde. Es liegt da ein Frodo und hier läuft ein Frodo durch die Gegend. Und er rüstet aus, von alleine die Fiole aus. Das ist auch schön. So, jetzt haben wir hier die Schätze auch. Das da oben sieht sehr nach Legolas aus. Dann wechseln wir mal wieder. Natürlich müssen wir auch noch das Feuerchen machen. Und damit kommen wir dann, können wir das da unten verschieben und kommen dann auch da weiter. Und da haben wir schon den nächsten Schatz. Ja. Und wir haben unser Quietschähnchen. Ich finde das Quietschähnchen voll toll, wollte ich nur gesagt haben. So, das schieben wir jetzt zur Seite. Wechseln Sie mal zu dem, weil ich möchte das Quietschähnchen da behalten. Das soll nicht verschwinden. Na toll. Nein! Eigentlich sollte es ja klappen, dass ich das Teil aufhebe und dann weitergehe, aber ja. Aber ich fürchte, also ihr erinnert euch ja, wie lange das ganze Spiel gedauert hat. Wenn wir jetzt auch noch alles immer zweifach, dreifach durchsuchen, fürchte ich, könnte das Ganze noch länger dauern als sowieso schon. Das werden wir aber dann auch sehen. So, dann wechselst du mal wieder zu... Ah, Mann. Das muss man noch irgendwie machen können. Ich glaube, da kann ich irgendwas auch... Also das kann ich auch irgendwie machen. Ich weiß noch nicht, wie. Das muss ich noch rausfinden. So, dann haben wir das noch. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Holz. Und ansonsten müssen wir uns mal angucken, ob wir noch irgendwas hier finden. Aber ich glaube, da drin waren wir ja. Das können wir noch einmal kaputt hauen. Das bringt uns nicht weiter. Das wahrscheinlich auch nicht.
Wahre Abenteurer, weiß ich gar nicht, waren wir das hier schon? Müsste man irgendwo eigentlich auch nachgucken können, aber... Ja. Was vor allem noch an MSD Afterburner bzw. an dem Codec interessant ist, normalerweise brauche ich... Tomate, Sam? Ja. Was macht ihr denn da? Tomaten, Würstchen und knuspriger Speck. Mach das auf, ihr Tölpel, mach das aus! Na wunderbar. Diese Zwischenszene brauchen wir gar nicht, kennen wir schon, wie gesagt. Was ich gerade sagen wollte noch, der Codec ist ziemlich cool, was die Speichergröße angeht. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber er hat den Vorteil, dass ich, also normalerweise bei Fraps zum Beispiel brauche ich pro Minute ungefähr 2 GB Speicherplatz. Bei dem Codec brauche ich pro Minute 0,5 GB Speicherplatz. Das heißt einfach mal ziemlich genau ein Viertel. Was ich doch eine ordentliche Leistung finde. Und deswegen froh bin, dass ich diesen Codec habe. Da haben wir unseren Plan jetzt bekommen. Ich verstehe nicht, was da gerade runtergefallen ist. Konnte ich auch nicht gucken, weil das ist sofort passiert. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier können wir nichts machen. Hier muss Sam was einpflanzen. Das ist ja echt doof, dass ich jetzt gerade die beiden, die ich brauche, nicht in dem Rad drin habe. Ich weiß aber nicht, wie man das ändern kann. Na toll. Was hat uns das gebracht? Ah, den Baum können wir auch wieder weghauen, das ist aber schön. So, dann... Wobei, es müsste eigentlich auch mit Lego das Bogen machbar sein, oder nicht? Nein, ist es nicht. Okay. Das wäre schön gewesen. Und wie kommen wir da? Ach, wir können einfach hier runterspringen. Okay. Dann können wir hier weiter. Das bringt uns nichts. Die Pflanze bringt uns wahrscheinlich auch nicht zu viel. Doch, dafür muss man anscheinend 3 Stück sammeln. Um weiterzukommen. Also, mir wird jetzt auch links oben angezeigt. Einmal, ich glaube, die... Also einmal wird mir angezeigt vor allem, wie lange wir schon spielen. Dann wird mir angezeigt, wie groß die Datei ist gerade. Die Aufnahmedatei. Und dann wird mir noch angezeigt irgendwas. Eine Zahl, die ich nicht verstehe. Und ich glaube die Reaktionszeit von dem Ding hier. Aber ja. Hier bauen wir uns auch wieder was zusammen. Und zwar ein kleines Lagerfeuerchen, damit wir... den Weg oben frei machen können, was eigentlich... Ah doch, klar, wir müssen ja oben weiter und... Ich dachte, man könnte ja hier unten lang gehen, aber es geht ja nicht, weil da unten ist ja kein Weg. Unser Legolas hat sich auch gerade in einen Merry oder Pippin verwandelt, wie ich sehe. Kann er nicht... Also, laut Helm müsste es ein Merry sein. Ja. Also, laut... Ja, laut Helm, laut Rüstung, was auch immer. Laut allem drum dran. Ah, verdammt. Starke Charaktere können orangefarbene Griffe ziehen. Was heißt denn starke Charaktere? Wer ist denn stark? Ist der stark? Und das brauchen wir natürlich noch. Ah, daran habe ich nicht gedacht. Ich fürchte, das wird uns das... wird der letzte Punkt sein, der uns dann im Endeffekt fehlt, um die Mission komplett... komplizieren. Aber mit dem Stark habe ich noch nicht ganz... Ja, weil das ist ein Schatz. Verdammt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie es mit dem Starksein funktioniert. Also, das wurde bisher nirgendwo erwähnt oder erklärt. Da höre ich die schwarzen Reiter schon. Hier kann Sam wieder was fürs Feuerchen machen. Und ansonsten ist auch, glaube ich, hier gerade nichts. Dann einmal wieder zu Sam wechseln. Da. Und ein Feuerchen machen. Ja. Ach stimmt, hier muss man jetzt hochklettern. Ich frage, ob wir da noch was finden, was uns mit den anderen Charakteren irgendwas bringt. Aber bei uns fehlen ja nicht nur ein Schatz noch, sondern ein bisschen mehr noch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier wahre Abenteurer bisher waren. Das werden wir aber dann noch sehen.
Okay, da links, das bringt uns nichts. Die Blumen müssen wir natürlich kaputt machen. Wieder, ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht hatten letztes Mal. Hier war was, wo wir hin müssen. Ich sehe aber auch nicht, was da... Also da ist ja irgendwas Silbernes oder Glänzendes, Blinkendes hier. Und ich weiß halt nicht, ob man das wegsprengen muss oder ob das vielleicht... Also das war falsch. Ob das vielleicht für unseren Freund Gimli was ist. Sieht gut aus. Dann kommen wir hier schon mal durch. Dann können wir den Schatz nehmen. Dann müssen wir natürlich direkt wieder zurückwechseln zu Aragorn, um das zu zerstören. Und bekommen hier ja. Was bekommen wir? Einen weiteren Gegenstand, mit dem wir eine Spur verfolgen. Und wir haben die Feder gefunden, die wir finden sollen. Ach, das sind die Teile, die uns da unten angezeigt werden. Haha. Also klar, unser Schatzgepäck, das sind ja alles Sachen, die wir auch herstellen können oder finden können. Das sind auch die Sachen, die wir für die Quests brauchen. Genau die Gegenstände. Und jetzt haben wir die Feder gefunden und können die schon mal zurückgeben. Irgendwas hatten wir doch schon mal gefunden auf der Wetterspitze. Das wollte ich jetzt gar nicht. Irgendwas hatten wir noch gefunden. Ich weiß nicht, was von den vielen Sachen. Vielleicht die Mütze hier. Aber keine Ahnung. Aber wie wir dann damit weitermachen, sieht das tatsächlich aus, sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Lego Herr der Ringe. Also bis dahin, macht es gut.